Tagesordnungspunkt 14, hier ist Ausübung des Ankaufsoptions zur Sicherung des Standorts des Stadtarchivs aus dem Grundstück Elisabeth Börstraße 1-2. Und da habe ich eine ganz sichere Wortmeldung und eine eventuell. Fangen wir mit der sicheren an, Herr Wirz. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Stadträte und liebe Stadträte. Uns wird hier kurz vor knapp 11:55, fast vor Ablauf aller Fristen, vorgeschlagen, eine Ankaufoption für das Stadtarchiv Dresden auf der Elisabeth-Böhr-Straße auszuüben, dafür 9,2 Millionen Euro auszugeben. An sich ist das nicht unvernünftig, aber der Vorgang verstört doch. Den Bauausschuss hat die Vorlage 1¾ Stunden vor Beginn der Sitzung erreicht. Es ist für jemanden, der berufstätig ist, nicht mehr möglich, sich überhaupt, mal abgesehen von einer gewissen tiefgründigen Beschäftigung, mit so einer Vorlage zu beschäftigen. Informationen einzuholen, die Sache mit der Fraktion zu diskutieren, ist nicht möglich. Hier ist auch nichts zur Eilbedürftigkeit vorgetragen gewesen und diese Vorlage ist damit auch nicht frist- und formgerecht eingereicht worden. Das ist das Erste. Das Zweite ist, dass es schon im Prinzip einigermaßen verwundern muss, dass in der Verwaltung Ankaufoptionen offensichtlich kurz vor knapp ausgeübt werden und das nicht längerfristig vorbereitet und längerfristig in irgendeiner Form vorgedacht wird. Das verwundert umso mehr, dass dieser Vertrag ungefähr im Jahr 2000 oder 1999 in der Dreh abgeschlossen sein muss und dass seit 2017 um diesen Mietvertrag des Stadtarchives auch prozessiert wird. Das heißt, so plötzlich kann es nicht gewesen sein, dass hier im Prinzip jetzt im Schweinsgalopp das so durch die Gremien geprügelt wird, denn die Ankaufoption muss bis 30.06. beim Notar angemeldet werden, ansonsten verfällt sie. Können wir uns in 5 Jahren wieder darum bemühen. Vernünftig ist diese ganze Geschichte so, dass das Stadtarchiv privat gebaut worden ist. Ich habe 1999 diese Baustelle ein Stück weit miterleben dürfen und wer in der Öffentlichkeit behauptet, die öffentlichen Bauherren sind die schlechteren Bauherren und die privaten, die bauen immer im Termin und immer im Budget, der wurde auf dieser Baustelle eines anderen bewährt. Der Bauherr, ein Investor oder ein, weiß nicht, hat er Geld geborgt gehabt, also Investor möchte man es gar nicht nennen, sondern eigentlich eher ein Projektentwickler aus München, ging also pleite. Ich kann mich noch an das Richtfest erinnern, im Stadtarchiv. Die Baustelle war betrunken, aber wie gesagt, das wich mit der Zeit dann einer großen Ernüchterung, als dann Rechnungen nicht bezahlt wurden und eben aufgrund der Insolvenz des Bauherrn viele dort am Bautätiger auf ihren Kosten sitzen blieben, Rechnungen nicht bezahlt worden sind. Wie gesagt, ist es vernünftig, das Stadtarchiv zu kaufen. Für 9,2 Millionen inklusive Nebenkosten wird mit das Gebäude so weder gebaut noch in irgendeiner anderen Form realisiert, gekauft bekommen. Aber in der gesamten Abwicklung dieses Vorganges zeigt sich hier einmal mehr, dass sich ein Stück weit die Verwaltung verselbstständigt, sich der demokratischen Kontrolle entzieht und auch die ursprüngliche Kostendeckung verstört. Die 9,2 Millionen sind aus dem Budget des Straßen- und Tiefbauamtes herausgeschlagen worden und ich denke mal zu Zeiten von Herrn Köttnitz wäre das nicht passiert. Wir betrachten es eigentlich so, dass seitdem wir keine Fachpersonen mehr an der Spitze dieses Amtes sitzen haben, das wird sich hoffentlich bald ändern, aber sondern eher ein Freund des Oberbürgermeisters dort sitzt, der im Prinzip auf diesem Gebiet des Straßen- und Tiefbaus eher dilettiert und ansonsten eigentlich die Wirtschaftsförderung bearbeitet und das quasi auch noch nebenbei, neben einer anderen Amtsleitung macht, dass hier hoffentlich bald wieder auch im Prinzip die Interessen des Amtes in der Verwaltung besser vertreten werden. Es ist heute schon viel über Finanzen gesagt worden, wir können aber unseren Kindern nicht nur Kreditraten überlassen, wir können ihnen auch eine heruntergewirtschaftete, verschlissene und kaputte Infrastruktur hinterlassen. Auch das ist eine Hypothek, die wir vermeiden sollten. Wir wissen,
alle Instandhaltungen, die nicht rechtzeitig geleistet werden, alle Gebäude, die uns nicht gehören, alle Dinge, die in irgendeiner Form im Prinzip angemietet sind, die sind genauso Raten. Wir sind da auf Vertragsverhandlungen angewiesen. Insofern denke ich mal, dass wir in Zukunft hier weiter dran arbeiten müssen und auch mal sehen müssen, was da in Verwaltung noch alles so schlummert, um solche, wenn man sagen, Sturzgeburten von jetzt auf gleich, ohne große Vorbereitung, ohne gründliche Befassung eigentlich zu vermeiden. Ich danke Ihnen. Vielen Dank, Herr Wirz. Nächster Redner ist Herr Böhm. Herr Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, Herr Wirz hat schon vieles gesagt. Ich möchte mich jetzt nie unbedingt abarbeiten an dem Inhalt der Vorlage. Das ist, sage ich mal, ein Thema, das durchaus nachvollziehbar ist. Die Verwaltung hat sicherlich ihre Gründe, das so zu handhaben. Aber Herr Wirz hat es auch angesprochen, der Deckungsvorschlag, 6,5 Millionen Euro aus dem Haushalt vom Straßen- und Tiefbauamt zu nehmen und das für unabsehbare Zeit, wenn es auch vielleicht nie zu der Option kommt, aber das Geld ist gebunden, hat dann doch schon ein Geschmäckle. Und ich muss mal so sagen, wenn man sich die Liste des Grauens anguckt, die da sozusagen dann dasteht, liebe Grünen, hier steht Promenadenring, wo 1 Million abgezogen worden wäre. Und vielleicht auch mal so für alle anderen, Tittmannstraße, Heidenstraße, Spenerstraße, Penricher Straße, Wehlener Straße, Emrich-Ambros-Straße und, mein lieber Martin Schulte-Wissemann, Königsbrücker Straße. Also das waren alles die Dinge, wo der Deckungsvorschlag hinlaufen sollte, das ist mit uns nicht zu machen gewesen. Es kann man niemandem vermitteln in dieser Stadt, dass wir Geld aus dem Budget des Straßen- und Tiefbauamtes für Straßen nehmen, wo es doch an allen Ecken und Enden bei Fußwegen Probleme gibt, etc. Und es kommt ja noch eins dazu, und da gucke ich auch nochmal Richtung Grünen. Wir wissen ja auch, wenn es dann doch irgendwo Geld braucht bei Straßen, würde man auch umschichten und dann bleibt dann möglicherweise auch kein Geld für Radverkehrsanlagen, für Zebrastreifen etc. Jetzt gibt es einen anderen Deckungsvorschlag. Ja, wir werden uns das merken. 6,5 Millionen aus dem Jahresergebnis vom letzten Jahr. Schauen wir mal. Vielen Dank. Jetzt, so können wir jetzt zustimmen. Vielen Dank. Nächster Redner ist Herr Löser. Ja. Sehr geehrte Damen und Herren, ich will doch nochmal darauf eingehen, um das hier ein bisschen gerade zu rücken. Es ist ja nicht so, dass sich die Verwaltung hier an der demokratischen Kontrolle, wie es gesagt wurde, vorbeigemogelt hätte, sondern sie hat uns natürlich im Ausschuss darüber informiert, sehr kurzfristig, das ist zutreffend, das ist unschön, auch das ist zutreffend, aber es ist ja nicht so, dass sie das hier tut, um uns in irgendeiner Form zu ärgern, sondern sie hat uns deutlich dargelegt, warum sie auf unsere Unterstützung hier angewiesen ist. Und es geht schlicht darum, die Rechtsposition der Stadt in dieser Auseinandersetzung zu stärken, damit die Verhandlungsposition sozusagen besser ist. Und auch das muss man hier mal ganz deutlich sagen. Das ist ein Stück weit ein Entgegenkommen des Stadtrates, das sehe ich auch so. Aber am Ende ist es ja nicht so, dass sie das hier einfach so tut, um uns irgendwie zu ärgern. Und ich will nochmal deutlich sagen, es gibt jetzt einen anderen Deckungsvorschlag, der vorherige ist bekrittelt worden. Es gibt jetzt einen anderen. Ich freue mich, dass die CDU jetzt auch zustimmt. Und ich glaube, es geht darum, hier Schaden von der Stadt abzuwenden. Und deswegen sollte man das auch tun. Vielen Dank, Herr Löser. Weitere Wortmeldungen sehe ich dazu nicht. Es gibt hierzu, doch, Herr Nitsche nochmal. Gut. Ja, sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren, die noch da sind, liebe Gäste, der Ankauf des Stadtarchivs ist sinnvoll und richtig und auch sinnvoll und richtig, weil das Gebäude viel hergibt. Das ist in Zusammenarbeit mit der Stadt errichtet worden und es ist eine feste Größe in der Landschaft der bestehenden städtischen Einrichtungen. Und wenn wir bestehende städtische Einrichtungen haben, die gut funktionieren, dann sollten wir auch daran gelegen sein, diese auch an unsere Stadt zu binden. Das ist eine sinnvolle Ausgabe und sinnvoll ist auch der Teil, der aus dem Bereich Ankauf von Immobilien kommt.
Ich finde es beeindruckend, dass wie schnell reagiert worden ist und die frei gewordenen Mittel aus dem Budget zum Ankauf der Robotronenkantine eine Verwendung gefunden haben. In derselben Mitteilung an die Presse wurde ja auch über die Mittel zur Errichtung des Verwaltungszentrums gesprochen. Diese Mittel hat man vorerst nicht zurückgegriffen, sondern man hat erstmal gesagt Straßen- und Tiefbau. Meine Vorredner haben das schon gesagt, Straßen- und Tiefbau ist der Topf, aus dem man die finanziellen Mittel nimmt. Nach der Kritik wurde dann sehr lange und sehr intensiv scheinbar gesucht, denn heute ist der Tag, man muss sich das merken, am Nachmittag des 25. Juni 2020 hat die Landeshauptstadt Dresden in ihren Taschen irgendwo versteckt über 6 Millionen Euro gefunden, 6 Millionen Euro, die jetzt frei geworden sind, um sie zu investieren und eine Immobilie zu kaufen. Da muss ich mal ganz ehrlich sagen, ganz großen Respekt. Ich bin vielleicht manchmal zu Hause etwas schludrig und räume nicht genau auf, aber so viel Geld habe ich zumindest noch nie gefunden, zumindest nicht am Stück. Das wirft bei mir ein bisschen die Frage auf, wenn wir 6,5951 Millionen Euro in der Stadt finden, die zulasten des Jahresergebnisses 2019 noch mit zur Verfügung stehen, wie viele andere versteckte Mittel gibt es denn eventuell noch, um sinnvolle Investitionen? Wir haben heute ja über eine schon abgestimmt, über Investitionen in Kultur, aber um andere Investitionen zu tätigen. Mit dieser geänderten Deckungsquelle können wir diesem Antrag zustimmen. Vielen Dank. Nun gibt es keine weiteren Wortmeldungen. Dr. Lames wird ein Schlusswort der Verwaltung sprechen und dann kommen wir zur Abstimmung. Ich kann das gleich miteinander verbinden, weil ich auf die Äußerung von Herrn Nitsche und auf die von Herrn Löser reagieren möchte. Wir üben diese Option aus, weil sie eine wirtschaftlich günstige Position für die Landeshauptstadt Dresden formuliert. Zu diesem Preis ein solches Objekt zu erwerben, das ist eine wirtschaftlich günstige Situation für uns und das machen wir möglich. Und die Deckung, die da aufgewiesen ist, die wäre dann natürlich auch zu verarbeiten in dem, was Sie, wenn Sie aufgepasst haben, in der Aktuellen Stunde gesehen haben. Das hat dann natürlich Auswirkungen auf die Balken, wie die dann am Ende aussehen, wenn wir dieses Geld ausgeben. Aber alles, was wir tun, hat Auswirkungen auf diese Balken, sodass sich jede Lage, jeden Tag für uns die Lage ändert und es ist immer eine Abwägung, was sinnvoll ist und was nicht. Und ich sage Ihnen, wir werden hier alles das möglich machen können, was zum Nutzen der Landeshauptstadt Dresden erforderlich ist. Das ist hier der Fall. Und das heißt aber auch nicht, dass wir von der Gesamtverantwortung für unsere Finanzen verbunden sind. Diesen Spagat, den müssen Sie einfach mal aushalten miteinander und sich auch in dieser Gesamtverantwortung sehen. Und das heißt jetzt zustimmen, denn es ist ein gutes Geschäft für die Landeshauptstadt. Wenn wir es durchbekommen, und das ist, haben wir dargestellt, rechtlich eine schwierige Sache, aber wir sollten alles dafür tun, es durchzusetzen. Vielen Dank. Wir treten damit in das Abstimmungsverfahren. Es gibt hier einen vorliegenden Änderungsantrag des Oberbürgermeisters, der auf die Gesprächs- und Beschlusslage Bezug nimmt und damit den federführenden Ausschussbericht ersetzt. Wir müssen also nur diesen Änderungsantrag abstimmen, da der alle Punkte der ursprünglichen Vorlage enthält. Ich bitte Sie um Ihr Handzeichen, wenn Sie dem so zustimmen. Gegenstimmen? Eine. Enthaltung? Eine.
dann ist das bei 63 Ja-Stimmen, einer Gegenstimme und einer Enthaltung so bestätigt. Wir haben damit den Tagesordnungspunkt 14 absolviert. Und das war der Antrag B. Da ist nichts mehr von übrig. Okay. Also sollte jemand eine andere Auffassung vertreten, dass noch irgendetwas übrig ist zum Abstimmen? Ich sehe das nicht, weil die Punkte 1, 2, 3 sind durch die Punkte 1 und 2 neu in dem Änderungsantrag nicht drin. Insofern ist das aus meiner Sicht eindeutig. Ich sehe dort keine gegenteilige Meinung. Vielen Dank. Wir tauchen damit in der Tagesordnung wieder auf und haben als nächsten regulären Tagesordnungspunkt